I'm at an all-time low. Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine neue Folge von Wer bin ich mit dem lieben Retix? Jo, was geht ab, Leute? Retix hier und ja. Also, wer ihn noch nicht kennt, kann ihn gerne abchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Und wie ich auch schon gesagt hatte, kommt heute eine neue Folge Wer bin ich? Und zwar haben wir uns beide schon einen YouTuber ausgesucht. Und da würde ich sagen, der Gast kann gerade die erste Frage stellen. Ja, ich fange erstmal ganz normal an. Ist die Person männlich? Ja, sie ist männlich. Okay, ist die Person im Gaming-Bereich tätig? Ja, schon so. Okay, lädt diese Person COD hoch, also auf dem Kanal? Ja. ist die Person über 18? Ja. Ja, okay, warte, egal, ist die Person mal der Scorpion einfach? Nein, what the fuck? Nein, okay. Also, kommen wir zur ersten Frage von mir und zwar ganz Standard. Ist die Person männlich? Ja. Bringt die Gaming, also der Typ? Die Person hat mal Gaming gebracht. Hat mal Gaming? Ja, hat. Ja, okay, dann soll ich noch mal fragen oder willst du? Mach du einfach. Ja, mach. Ja, okay. Lebt diese Person in Deutschland? Oder? Ja. Hat diese Person schon bei Black Ops 2 Zeiten YouTube gemacht? Ich glaube, hat er angefangen, Typ. Okay, ja, dann mach du einfach. Macht er jetzt Vlogs? Also Real Life? Real Life schon, aber. Ja, auch Vlogs. Also so einfach Real Life. Okay. Ist der Typ über 18? Ja. Hat dieser Typ über 100.000 Abonnenten? Ja, hat er. Hat er über 500.000? Ja, hat er. Okay, what the fuck. Hat er schon mal eine Triple Nuclear erreicht? Ich weiß nicht, er hat mal gesagt, dass er eine hat, aber ich weiß nicht, ob das gestimmt hat. Ich glaube aber, also Double und so schon mehrere. Schon Triple mehrere. Will ich jetzt nicht sagen, dass er hat, am Ende hat er nicht, keine Ahnung. Okay. Aber könnte man ihn schon zumuten, so, ne? Okay. Okay, dann mach du einfach weiter, weil man weiß es ja nicht so wirklich. Okay, hat diese Person braune Haare? Nein. Okay, dann mach du. Hat diese Person schon mal bei Zelos mitgemacht? Ich glaube, ja. Ja, hat er. Hat er ein eigenes Team? Nee, ich glaube nicht. Glaubst nicht. Okay, ich glaube, ich wüsste jetzt, wer. Aber, boah, nee, ich glaube es nicht. Okay, warte. Okay, mach du einfach. So, ja, okay, dann bin ich dran, ne? Ist die Person, also spielt diese Person in TOD oft mit Sniper oder gerne Sniper? Ja. Hat die Person blonde Haare? Ja. Also wenn du jetzt schreit. Ich muss mich gerade entscheiden. Hat die Person einen kleinen Bruder? What the? Nein, Mann. Nein. Ich habe an I Love Cookies gedacht. Oh, bro. Nein. Okay, dann weiß ich es. Also ich hoffe jetzt. Hat diese Person hat die zwei Kanäle? Nicht, dass ich wüsste, ich glaube nicht, nein. Was? Nein, hat die Person nicht. Das muss... An wen dachtest du? Ja, egal, ich frage einfach gleich noch, du wusstest. Ja, okay, komm. Du weißt jetzt, also wenn du es jetzt nicht weißt, dann... Ist die Person, spielt die aktiv Black Ops 3 momentan? Keine Ahnung, also... Ja, schon. Ich weiß schon. Nicht, ich glaube. Aimbrot? Ist es Aimbrot? Ist die Person Aimbrot? Ja. ich muss mich entscheiden zwischen End of Cookies und Aimbrot. Ich kann auch noch nicht drauf gekommen bin. Oh, stimmt, ja. Okay, also. Ich hätte jetzt gedacht an Haptic Rush. Nee.
Hä? Was? What the fuck, okay, dann muss Haptik jetzt... hat aber auch. Ja, gut, doch. Ja, okay, ich gebe den Tipp. Die Person. Okay, sie war früher bei Black Ops 2 im Impact Clan. Jetzt spielt die Person kein COD mehr. Und die Person. Okay, mach erstmal. Ich habe da noch einen Tipp, dann weißt du safe. Hey, früher habe ich den Impact Clan nicht mal verfolgt. Boah. Also. 2000 Jahre später. Sorry, warte. Diese Person, sorry, das habe ich vorhin falsch gesagt, ich habe gerade nachgeschaut. Die Person hatte ein eigenes Team bei Zelos. Ja, dann kannst du nur Cashfreak sein. Ja. Ja, wow, ich denke die ganze Zeit, hä, welche große YouTuber hatte kein Team? Oh mein. War nicht Cashfreak bei Marcel im Team? Nein, der hat ein eigenes Team. Wow, Alter. Ich dachte so, hä, welcher YouTuber war, der hat kein eigenes Team und hat über 500k. Ja, wow. Wow. Ja, ich hab mir gesagt, ich wusste es nicht. Bruh. Okay, das war, Junge, das war irgendwie unmöglich. Ja, okay. Also, Leute, es war ein bisschen schwierig jetzt für mich, das zu erraten, weil der Reddix, ja gut, falsche Infos gegeben hat. Aber ist ja nicht schlimm. Kann ja passieren, wenn man nicht genau weiß. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es gewusst hättet, ob es jetzt Castric ist. Also, hätte jetzt gesagt, dass ein eigenes Team ist, dann wäre ich vielleicht schneller drauf gekommen. Aber ist ja nicht schlimm. Also, den Win geht auf jeden Fall an den lieben Reddix. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da. Und ja, ich würde sagen, das letzte Wort hat Reddix. Jo, danke, dass ich dabei sein durfte. Lasst gerne ein Like bei seinem Video da und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal und Peace.